Viele Grüße, gab schon einige Fragen. Ja, Bitcoin werden knapp und dann nicht mehr nachkaufen können. Die Firmen werden die Korrektur vor uns aufkaufen. Tja, da hast du gar nicht so Unrecht. Das ist halt diese Theorie, die man vom Bitcoin hat. Sie soll als Hedge, als Sicherheit gegen die Inflation wirken und all sowas. Es ist halt so eine Sache. Es kann ja wundervoll programmiert sein. Es kann richtig schön gemacht worden sein. Wenn allerdings der Großteil aller Bitcoins von einer kleinen Menge von Personen, von Wahlen, von Firmen gehalten wird, dann hat diese kleine Gruppe, die die meisten Bitcoins besitzt, den größten Einfluss darauf, wie sich der Bitcoin-Kurs bewegen wird. Letztendlich. Und wenn erstmal alle Bitcoin auf dem Markt sind, ja, dann wird der Preis sowieso, puff, will ich gar nicht wissen, wie hoch der Preis dann ist. Da könnte locker über 1 Million gehen, ne? Wenn wir auf 21 Millionen, genau 21 Millionen werden wir niemals richtig erreichen. Aber wir werden knapp drankommen. Und wenn die erstmal alle gemeint sind, ja Leute, bis dahin wird der Preis abartig in die Höhe gehen. Und wer wird dann die meisten Coins besitzen? Wir Retail-Investoren ganz bestimmt nicht. Und wir erhoffen uns, ja, Dezentralität und es kann so super dezentral gemacht worden sein, wie es will. Es hilft uns ja nur, wenn wir es gleich verteilen auf alle, auf irgendeine Art und Weise. Klar können einige mehr haben als die anderen, aber dass 70% den Großteil der Bitcoins besitzen, dass 70% der Bitcoins zum größten Teil lasst mich lügen. 3 oder 4% waren das? Oder, oh, ich will nichts Falsches sagen. Ey. Aber wir haben mal einen Bericht darüber, sind wir mal drüber eingegangen. Das ist halt das Problem, was ich dann habe, wo ich denke, okay, ist ja schön und gut, aber wann werden die anfangen zu verkaufen? Weil irgendwann wollen sie ja Gewinne einfahren. Ist ja nicht so, dass sie jetzt sagen, oh, ich habe das jetzt für, was weiß ich, $1000 mal gekauft. Es ist jetzt zwar, was weiß ich, wann die das gekauft haben. Wenn die das zu Euro-Beträgen gekauft haben oder Dollar-Beträgen damals für $1 oder $2 für 1000 Euro eingekauft haben, dann sind sie jetzt Multimillionäre. Dass sie jetzt immer noch da sitzen und sagen, nö, ich gehe einfach 8 Stunden am Tag mir einen abschuften, obwohl ich meine 1000 Bitcoin verkaufen könnte oder einen Teil davon und jetzt dick Kohle kassiere und nie wieder arbeiten muss. Nein, ich werde meine Bitcoin für immer halten. Nee. Entweder wird man die Möglichkeit finden, mit seinem Bitcoin irgendwo was zu bezahlen, damit man sie auf diese Art und Weise ausgeben. Oder man möchte Gewinne einkassieren. MicroStrategy zum Beispiel, der hat über 500 Millionen Kredit genommen, um Bitcoins zu kaufen. Die halten Bitcoin auf ihren Büchern mit Michael Saylor. Ich glaube, der ist der größte Bitcoin-Halter, den es gibt. Von den Institutionellen her. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, der sagt zwar, er wird das für immer halten und all sowas, aber sollte es seiner Firma mal schlecht gehen, muss er auf irgendwelche finanziellen Mittel zurückgreifen. Er muss ja trotzdem diese Zinsen für die 500 Millionen, die er bekommen hat, die wahrscheinlich nicht so hoch sein werden, für ihn nicht, müssen trotzdem zurückgezahlt werden. Und wenn es seiner Firma mal schlecht geht, dann muss er irgendwann diese Bitcoin verkaufen, damit seine Bücher besser dastehen. Das heißt, irgendwann verkauft der Typ. Und wenn der das macht, was passiert dann hier mit dem Preis? Das heißt, dieser Hedge gegen Inflation und all sowas ist halt nur, ja, wie soll ich sagen, das ist nicht zu 100% gegeben. Das ist das Problem, was ich damit habe. Aber gut. Es fliegen hier schon Fragen und Fragen, aber das Krasse ist, Leute, bevor ich überhaupt darauf eingehen möchte, schaut euch das mal an. Wir halten uns stabil über der 44.000, was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist.